Weltmeisterin und zwar als Boxerin im Bantamgewicht. Die 28-jährige gebürtige Bulgarin beantwortet heute unseren Fragebogen in einer beinahe heiligen Halle, in der Düsseldorfer Profi-Box-Gym Weiser. Die Trainingshalle sieht zwar unscheinbar aus, aber hier übten sie alle, von Sven Ottke bis Henry Maske. Auch Desi Langs Karriere begann dort. Hier gibt es einen Geist von Boxen, eine Geschichte, eine alte Geschichte von Boxen. Hier sind geboren alle Weltmeisterinnen Boxen. Und die Halle, wenn ich hier bin, sie riecht an Boxen. Wenn ich hier bin, ich konzentriere mich total und ich bin in meine Welt. Ich denke nicht an Probleme draußen, ich denke an meine Welt und an meine Seele. Das bedeutet diese Halle für mich. Was war Ihr glücklichster Moment? Mein glücklichster Moment war das erste Mal, wenn ich in diese Halle gekommen bin und ich habe gesehen, alle Profi wie trainieren. Und danach mein zweiter glücklichster Moment war, wenn ich Europameisterin war, das erste Mal. Und dann dritte Mal, wenn ich Weltmeister war. Haben Sie Feinde? Ja, habe ich schon. Natürlich. Welchen anderen Beruf hätten Sie sich vorstellen können? Ich bin auch Physiotherapeutin und ich kann sagen, ich mag diesen Beruf gerne wie ein Boxkampf, wie eine Weltmeisterschaft. Und wenn ich von einem Kunden kann ich sehr gut helfen und die Kunden zufrieden sind, dann natürlich meine Seele sind so gut, genauso wenn ich eine Weltmeisterschaft gewinne. Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Von jedem Fall nehme ich die Boxhandschuhe, das nehme ich immer. Dann nehme ich einen Walkman für Laufen. Und ich nehme meinen Lieblingsfreund, meinen Lieblingshund. Welche Begegnung hat Sie am stärksten beeindruckt? So, gute Frage. Ja, das ist Dolph Lundgren. Wir haben zusammen getroffen bei einer amerikanischen Produktion von einem Film Apokalypsis. Ja, und das finde ich sehr toll. Wovor haben Sie Angst? Ich habe Angst vor Mausen. Ich kann sagen, dass ich kann einen Weltrekord von Sprinten machen, von Laufen, wenn ich eine Maus sehe. Was ist Ihr größter Traum? Mehr als Weltmeisterin kann ich nicht werden, aber ich möchte gerne eine Rolle in einem Film bekommen. Action, etwas mit Karate oder Polizistin. Das möchte ich gerne, weil ich hatte 6-7 Jahre wie Stuntman gearbeitet. Und das ist ein bisschen anders, wenn du dublierst die Schauspieler. Und ich möchte gerne etwas anderes versuchen.